Der Bahnhof Quedlinburg, seit 2006 neuer Endpunkt der Selketalbahn. Die letzten Tage vor dem Ende ist das alte Mädchen oft unterwegs. Auch im Selketal, wo die Mallet-Loks jahrzehntelang zum täglichen Bild gehörten. Ausfahrt in Quedlinburg. Bis zur Verlängerung nach Quedlinburg war Gernrode Endpunkt der Selketalbahn. Einfahrt hat 99 5906 mit ihrem Zug nach Hasselfelde. Die Mallet-Lokomotiven zeichnen sich durch ihre gute Bogenläufigkeit aus. Für den Einsatz im Harz mit vielen engen Bögen besonders wichtig. Bereits 1897 ist die erste Mallet gefahren. 99 5906 stammt aus dem Baujahr 1918. Alexisbad, einer der bekanntesten Bahnhöfe im Selketal. Für 59.06 gibt es hier eine Verschnaufpause und frisches Wasser. Die letzte Mallet außer Betrieb. Was sagt der ehemalige Betriebsleiter dazu? Also das ist natürlich in gewisser Hinsicht traurig, aber die HSB hat ja auch angekündigt, dass eine der beiden alten Mallet-Lokomotiven von 1897 zur 125-Jahr-Feier der Harz-Querbahn und Brockenbahn wieder in Betrieb gehen soll. Also insofern natürlich ein gewisses trauriges Ereignis, aber dennoch mit Perspektive. Auch eine Doppelausfahrt gibt es. Der Triebwagen fährt nach Harzgerode und die 59.06 weiter im Selketal Richtung Hasselfelde. Hoffen wir auf eine baldige Wiederinbetriebnahme.